Das Business-Frühstück des Wirtschaftsbundes Murtal ist die optimale Gelegenheit, um sich mit den Entscheidungsträgern der Region auszutauschen. Diesmal fand das Wirtschaftsfrühstück in der Zellstoff Pölz AG statt. Die Zellstoff Pölz AG, eine Tochtergesellschaft der Heinzel Group, ist der größte Hersteller von hochwertig gebleichtem Langfaser-Sulfat-Zellstoff in Mittel- und Südosteuropa. Neben dem Hauptprodukt Zellstoff wird in Pölz auch hochwertig gebleichtes Kraftpapier hergestellt. Rund 50 Unternehmerinnen und Unternehmer waren der Einladung seitens des Wirtschaftsbundes Murtal zum Business-Frühstück in die Zellstoff Pölz AG gefolgt. Die Gäste hatten die Möglichkeit, sich vor Ort mit Entscheidungsträgern auszutauschen und einen Einblick in die Zellstoff Pölz AG zu erhalten. Die Zellstoff Pölz AG hat sich als internationaler Markt- und Technologie-Leader profiliert. Mit Innovationskraft und Ressourcenmanagement wird das Nachhaltigkeitskonzept im Einklang mit den wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen der Zukunft realisiert. Ja, die Zellstoff Pölz AG hat sich in den letzten Jahren fantastisch entwickelt. Man sieht das an den Investitionen, die getätigt worden sind. 2013 eine neue Papiermaschine 2 und jetzt wieder mit der Papiermaschine 3 eine großartige Investition für die Zukunft. Wir werden mit diesen beiden Papiermaschinen dann zu den drei größten Kraftpapierherstellern der Welt gehören, was eine Besonderheit ist für diesen Standort. Und wir freuen uns schon darauf, dass wir diese Maschine im nächsten Jahr in Betrieb nehmen können. Massive Investitionen in die Region, unter anderem durch den Bau einer neuen Papiermaschine und die Erhöhung der Produktionskapazitäten und damit auch des Mitarbeiterstandes, machen die Zellstoff Pölz AG zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in unserer Region.